Ja, Georg, wir haben ja wieder einen interessanten Tag gemacht. Thema für dich war vor allen Dingen die Kontrolle der Hände Ja. und ein bisschen Extension, was dort war, in dem Definitiv. Bereich in irgendeiner Form eine Methodik zu finden, wie wir dich dort stabilisieren können. Ganz genau. So kann man das sagen. Ja. Und begonnen haben wir natürlich wie üblich, dass wir nochmal geguckt haben, was passiert hier. Ich mache nochmal eine Linie von den Schultern nach unten. Da sieht man auch schon, du bist ein bisschen immer davor. Aber das ist von deinem Schwerpunkt und eben auch dein Oberkörper mit viel Masse zu dem Bereich wird ja immer eher so sein. Ein bisschen nach vorne bezogen. Und hier gucken wir uns nochmal zwei Punkte an, nämlich was macht der Oberkörper im Setup, um einfach mal eine Linie zu haben und sehen dann, wo dann das Ganze Richtung Treffmoment hingeht. Ich lasse jetzt mal, nehme nochmal zwei, drei Linien runter. Und mache nur eine Linie, einen Winkel zeichne ich nochmal ein, um zu sagen, wir wollten das erreichen, indem quasi der Wirbelsäulenwinkel konstant bleibt im Schwung, Rückschwung, Abschwung. Genau. Haben wir jetzt hier bei dir relativ etwas mehr, 45 Grad, je nachdem, wie man messen, ob von hier nochmal nach da. Aber um das eben nochmal sauber zeigen zu können. So, Jawohl. ich lasse ihn mal ablaufen einmal. Und jetzt schauen wir nochmal in einzelne Schritte rein. So, Start des Schwungs. Ich markiere noch mal in einer anderen Farbe ganz kurz Hände. Und Schaft wird weggenommen. Und wo du sonst sehr viel, noch viel mehr runter und hoch gegangen bist, Genau. haben wir jetzt hier einen Wirbelsäulenwinkel, der in Seitneigung ähnliche Dinge fast das wieder aufnimmt, ne? Als ob du Genau. wirklich so Richtig. einmal um dich Ja. schräg eben dich bewegst. Genau. So, Übergang. Du gehst nach vorne, früh und viel. Was einigen auffallen wird, ist, dass deine Augenlinie ganz woanders ist als bei manchen anderen. Ja, wenn man jetzt Richtung Treffmoment guckt, schaust du immer irgendwo nach da. Ja. Was natürlich hervorragend ist, ist immer der professionelle Schaft Lean in dem Bereich. Hände sind jetzt etwas höher. Sagen, hat sich hier ein bisschen gewandelt. Ja. Und was wir jetzt aber auch eben haben, ist, dass die Hände sauber in dem Bereich raus können. Hier sind sie noch super stabil. Schlagfläche rotiert nicht allzu viel und geht dann hier, löst sich das Ganze auf. Genau. Okay, und jetzt gehen wir noch einmal auf eine weitere Kameraperspektive. Dafür haben wir noch eine weitere Ansicht. Noch einmal starten und hier sehen wir genau denselben Effekt. Wenn man noch mal guckt, machen wir mal eine Linie. Und dann sehen wir auch, Ja. ist in dem Bereich nach vorne gegangen. Aber der Drehpunkt, im Grunde genommen, wenn man den hier hinten im Nacken irgendwo sieht, ist eigentlich fast konstant, ne? Ja. Sehr konstanter Schlag und dann noch einmal aufrichten. Das Ganze haben wir dann auf dem Platz ja auch nochmal verifiziert heute, Richtig. dass man eben sagt, mehr Power über die Beine. Ich mache nochmal die Kamera in einer anderen Ansicht. Dass wir sagen, hier haben wir noch was geändert. Fuß nicht ganz so weit ausgestellt wie vorher. Dadurch kannst du dich besser abdrücken, mehr Kraft. Und die Kraft, die, ich nehme noch mal die ganzen Linien einmal raus. Das geht ja super schnell. Dass, wenn man überlegt, was hier jetzt passiert. Knie geht immer ein bisschen nach vorne. Du bist sehr dominant im linken Bein. Aber jetzt drückst du dich so ab, dass es dir hilft, auch wenn du dich hier abdrückst, dass die Hände nichtsdestotrotz in die Richtung Ball die Power machen können. Ne? Genau. Als Gegenbewegung. Richtig. Und dann bleibt in Summe das fast auf der Höhe. Ja. Ja, was ändert das für dich im
Gefühl oder ähnliche Dinge oder für die Art? Wo ist der Nutzen für dich dabei, wenn man das so macht? Das eine ist ja nur die Optik, aber wofür ist das für dich gut? Was ist Ziel der Sache? Also Ziel der Sache ist definitiv immer die Stabilität mit reinzubringen, dass man einfach weniger manipulieren muss mit Händen und mit Oberkörper. Also ich habe halt wirklich gemerkt, dass ich bin grundsätzlich immer schon sehr kräftig mit meinem Oberkörper in meinem Schwung, mhm, und dass die bessere Beinarbeit ermöglicht es mir einfach, meine Hände viel, viel ruhiger durch den Treffmoment zu gestalten. Mhm. Dass ich, wo ich vorher dieses Absinken und dann wieder Aufrichten vom Oberkörper benutzt habe, um meinen Schläger, ja, einigermaßen meinen Schlägerkopf auf die Ebene zu bringen, weil er mir schon sehr gerne auch nach vorne wegkippt, hilft mir diese Beinarbeit halt wirklich, meinen Wirbelsäulenwinkel zu stabilisieren und dementsprechend dann halt auch diese stabilere und viel neutralere Schwungbahn zu ermöglichen. Zu einem Punkt, wo ich dann halt auch wirklich viel, viel angenehmer und viel zu einem viel konstanteren Modell dann zurückgreifen kann, wo ich so mal sagen kann, so jetzt lasse ich mal den Schlägerkopf ein bisschen von innen oder ein bisschen von außen kommen, um dann auch dementsprechend den Ball kurven zu lassen, wenn es mal sein soll. Ja, und das ist jetzt wenig für deine Verhältnisse. Ja, ne? Ja. Das ist ja normalerweise, bist du ja unterhalb des Kreises. Ja. Und jetzt recoverst du ja sehr schnell wieder, dass du sagst, ich bin halt wieder auf der, im wahrsten Sinne des Wortes, du bist wieder auf der Höhe. Ja. Ne? Und dann Schwerpunkt weiter nach vorne, dann läuft's und funktioniert's. Richtig. Okidoki.